Sie werden sicherlich ganz schön Augen machen und neugierig sein, was heute Abend im Neo-Magazin Royal los ist. Heute Abend zu Gast Eva Löbau, meine Damen und Herren. Du kommst frisch zurück aus dem Schwarzwald. Ja. Deine Tatort-Dreharbeiten sind Anfang April beendet worden. Ja. Und du hast diesen Bollenhut. Ja, das war die Bezahlung. Du wurdest in Bollenhüten vom SWR bezahlt? Ja. Wie viele Bollenhüte bekommt man als Tatort-Kommissarin? Zweieinhalb ja. Bollenhüte für ja. eine Folge Tatort. Das ist nicht schlecht, die Dinger sind schweineteuer. Ja, das ist ja, alles ist ja gefärbt mit dem Blut von ja. Schwarzwälder Jungfrauen. Ist wirklich wahr. Das ist ja Tradition im Schwarzwald. Auch noch ein bisschen feucht. Ist noch ein kleines bisschen feucht. Und das, was so aussieht von Namen wie Stroh oder Rattan oder sowas, sind alles, es ist gegerbte Haut von Bürgermeistern aus dem Schwarzwald. Wirklich. Da werden kleine Streifen geschnitten. Ist ganz, ganz teuer. Schweineteuer. Ja, ja. Aber gut, wie kamst du im SWR aus? Sehr gut, sehr gut. Das Essen war sehr gut. Wirklich? Ist auf dem Schiff und beim Filmdreh ist das Essen tatsächlich essentiell. Ja, es war sehr gut. Aber wolltest du noch anderes wissen? Oder? Ich meine, wir können viele Dinge heute Abend besprechen in der Sendung. Ich könnte oder dir ein paar das Sachen nächste Mal, wenn ich dann ich meine, du warst beim Filmpreis. Wie war die Veranstaltung? Ich habe es leider nicht geschafft, weil leider keine Lust gehabt. Vielleicht, ja. Du, da sind ja auch die Eintrittskarten also sehr begrenzt. Du hattest mich ja da 8-mal angerufen. Aber ich konnte dann nicht mehr. Da kann man nur mit der kleinsten Violine der Welt was machen. Hier, Cash. Ansonsten geht da gar nichts. Nee, es war eine sehr würdevolle Veranstaltung. Ich habe den Preis nicht bekommen. Ne? Beste Nebendarstellerin, Fritzi Haberland. Ja, schade. Haberland. Aber es gibt keine Miss. Die ist einfach besser als ich. Das muss man auch ohnehin, sagen. Wenn Künstler sich gegenseitig in Wettbewerbe setzen, dann wer am Ende gewinnt, ist einfach der bessere Künstler. Ist ja klar, weiß man doch. Stefka hat dann noch so eine Ansprache an mich gehalten. Die habe ich aber nicht verstanden. Das muss er mir dann noch mal erklären. Was hat er gesagt? Das war irgendwas Schlüpfriges und es war, glaube ich, als Anerkennung gemeint, aber nach so einem Abend, wo es immer darum ging, dass die Frauen jetzt so stark sind und so emanzipiert und dass es voll super ist, dass da drei Regisseurinnen nun sind und so. Und dann hat er mir noch so ein schlüpfriges Kompliment gemacht, so wie er hätte zu meinem Film gewichst oder so. Durch die Blume. Durch die Blume. Also das Wort Wichsen kam nicht vor. Bastian Pastewka ist einfach ein Charmeur, ein Frauenschwarm, der weiß, wie man mit Frauen umgeht. Der hat's nett gemeint. Du warst nominiert als beste Nebendarstellerin, hast den Preis nicht bekommen und hast eben erzählt. Als beste Nacktdarstellerin. Als beste Nackt auch noch? Nein, gibt's die Kategorie? Ja, seit diesem Mal. Du hast und hast eben noch erzählt, eine Dankesrede vorbereitet gehabt, die du jetzt theoretisch, wenn du möchtest, du hättest die Aufmerksamkeit. Es gucken ungefähr genauso viele Leute zu wie beim Filmpreis, ehrlich gesagt. Mehr wahrscheinlich. Wahrscheinlich ein kleines bisschen mehr. Das ist aber echt nett. Ich würde, weil es ist so, ne, weil ich habe ja jetzt schon einmal Wichsen gesagt. Und ich hätte beim Filmpreis tatsächlich 3-mal das Wort Fuck gesagt, aber auf eine ganz freundliche Weise. Also nicht schmuddelig oder so. Weil, also ich habe so traditionell ein Problem, dass die Leute mich mit meiner Rolle verwechseln, dass sie denken, ich habe mal eine Lehrerin gespielt, da dachten die Leute jahrelang, ich bin eine Lehrerin. Ne? Habe dann auch nie ein Rollenangebot gehabt, weil die dachten, na, die ist ja versorgt, die unterrichtet da in dieser Realschule. Oh, und jetzt ist es so, dass ich jetzt da diese etwas kaltherzige Ärztin spiele, nackt, und die Sex hat mit einem Callboy. Und ich wollte mich da persönlich abgrenzen und habe da ein Zitat von D.H. Lawrence gefunden. Das könnte ich mal jetzt sagen, ne? Weil das ist wirklich meine Meinung. Also das geht so. Ach, oh Gott, wie aufregend. Also erstmal hätte ich natürlich gesagt, ich bin voll froh, dass ich den Preis gewonnen habe. Erstmal gibt es einen Applaus. Dass du also hätte ich mich bei Lars Montag bedankt und auch ich hätte mich auch bei Monika Grütters bedankt für dieses Kulturstaatssekretärin. Staatsministerin, noch besser. Ja, und da hätte ich gesagt, dass ich habe so eine Nominierungsurkunde auf handgeschöpftem Papier bekommen und so Einsamkeit und Sex und Mitleid, ist der Titel des Films, auf handgeschöpftem Papier, das ist großartig. Mhm. Naja gut, und das wäre dann hinten rausgegangen zu diesem Zitat von D.H. Lawrence und der sagt, I believe in being warm-hearted. I believe especially in being warm-hearted in love. In fucking with a warm heart. I believe if we could fuck with warm hearts and take it warm-heartedly, everything would come all right. It's all this cold-hearted fucking that is death
and idiocy. Heute Abend Eva Löber zu Gast im Neo-Magazin Royal um 20.15 Uhr in der Mediathek schon. Um 22.20 Uhr, 22.15 Uhr im ZDF Neo. Hashtag der Woche, Thomas, nehme ich sehr. Und Live-Musik von Leslie Clio und ein fantastisches Publikum. Bis nachher.